Das ist noch nicht vorbei. Ich komme wieder mit aller Macht. Und wer dann zu Hekaru hält, wird vernichtet. Stillgestanden. Gut gekämpft. Ihr habt euch gegen Gegner aus Metall und Fleisch bewiesen. Ihr seid nun alle Marschälle. Als erstes werdet ihr die Arena gegen verbleibende Rebellen sichern. Los! Furchtbar. Ich hätte sie töten sollen. Jetzt wird sie mit noch mehr Maschinen wiederkommen. Stärker als zuvor. Ich will dir gerne helfen. Du hast genug getan. Weitaus mehr als vereinbart war. Bei unserem ersten Treffen erwähntest du deine wahre Mission, von der alles abhängt. Ich war damals nicht sicher, ob ich dir glaube. Doch jetzt tue ich es. Also geh. Und erfüll deinen Auftrag. Was wirst du tun? Die Leute heilen. Was du brauchst, ist dort. Nimm sie. Man wird sich an deine Taten erinnern wie an die der Zehn. Da, die Konsole. Na los, Etta. Zeit, nach Hause zu gehen. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Etta-Unterfunktion wieder her. Und jetzt zurück damit zu Gaia. Die Visionen im Hain haben sich verändert. Die Worte der Zehen leuchten uns jetzt ein. Die Visionen im Hain sehen jetzt anders aus. Diese erschien gerade. Steckst du dahinter? Verändert.
hatte Visionen. Die hier hat Häuptling Hekaro inspiriert. Noch mehr Zeugnisse der Alten? Hört nur die Worte, die ein Volk wieder vereinten. Nach den tragischen Ereignissen des Krieges trat Anne Faraday, die treibende Kraft hinter den Versöhnungsversuchen, vor eine Nation, die Hoffnung brauchte. Die Zukunft, durch die Linse der letzten Zeit betrachtet, macht uns Angst. Kriege gegen Maschinen. Essen und Wasser sind knapp. Stürme, die uns vertreiben. Aber wahrer Mut bedeutet, sich diesen Ängsten mit Überzeugung zu stellen. Ich leite diese Friedenseinsätze mit tapferen Männern und Frauen, Marschällen des neuen Südwestens. Und ich bin überzeugter denn je, dass wir für ein gemeinsames Ziel alles schaffen können. Mit mir, mit uns gemeinsam, schafft ihr so eine Nation und eine Welt ohne Not und Krieg. Melde mich zum Dienst, Kommandantin. Ich begleite dich. Aber Hekaro braucht dich. Dank dir hat er neue Marschälle. Und gute Argumente für die Clans. Also kämpfe ich für deine Mission. Widme ihr das, was ich noch geben kann. Das ist meine Wahl. Wie könnte ich dazu Nein sagen? So. Da will jemand zu uns stoßen. Hol ihn in den Ausläufern ab und begleite ihn dann den Rest des Wegs. Mach ich, Aloy. Geh in die Berge, westlich von Rheinklang. Eine Freundin erwartet dich am Aufstieg. Ich stoße später dazu. Eine Freundin von dir? Das wird interessant. Gut. Ich muss Aeta zurück zu Gaia bringen. Durch Aetas Entnahme haben sich die anderen Hologramme verändert. Das könnte ich mir anschauen. Ich werde um Beitritt zur Wache ersuchen. Mit deiner Klinge unter uns. Zeit, dass wir diese Rebellen erledigen. Blut der Zehn, Aloy. Regala abgewehrt. Die Wahrheit der Visionen enthüllt. Deine Haut reicht nicht, um all deine Taten zu verewigen. Dann müssen wir sie uns einfach merken. Tja, dank dir lebt der Häuptling noch. Und es gibt Hoffnung. Doch deshalb wollte ich dich nicht sprechen. Ich habe eine Bitte. Eine persönliche. Mein Enkel, Kavo. Er war nicht unter den Toten. Das heißt, er muss noch immer bei Regalas restlichen Truppen sein. Er wurde gefangen genommen. Nein. Er trat freiwillig bei. Wie viele junge Soldaten, die sich durch große Taten hervortun wollen. Ich muss ihn suchen. Ihn überzeugen, heimzukehren. Häuptling Hekaro kann für so etwas keine Soldaten entbehren und so stehe ich alleine da. Es sei denn, du würdest mir helfen. Es ist viel verlangt nach all dem, was du für uns getan hast. Aber Kavo ist der Letzte meines Blutes. Wieso macht Kavo bei Regalas Rebellion mit?
Für einige bedeutet Regala eine Chance auf Rache an den Carja. Während der roten Raubzüge war es schwer, die Clans bei Pfahllicht zu stoppen. Viele wollten die Carja bis nach Meridian verfolgen. Also sahen sie Regalas Angriff auf die Gesandtschaft als Kampfaufruf? Ja. Doch andere, vor allem die Jüngeren, suchen nur den Ruhm, den sie sich von der Jagd auf einen alten Feind versprechen. Bei Cavo war es wahrscheinlich beides. Und dazu noch der jugendliche Wunsch nach einem höheren Ziel. Gegen meine Mahnungen war er taub. Wenn Cavo schon damals nicht auf dich gehört hat, wieso sollte er es jetzt tun? Cavo war zu jung für die roten Raubzüge. Krieg war ihm völlig fremd. Doch jetzt kennt er sicher das Leid, das er mit sich bringt. Er wird zuhören. Er muss. Ich muss ihn nur finden, bevor es zu spät ist. Und Cavo ist dein letzter lebender Verwandter? Ja. Vor Häuptling Hikaru kämpften die Clans fortwährend miteinander. In jeder Schlacht fiel wieder ein Kamerad. Nach und nach begrub ich meine Kinder. Und dann deren Kinder. Mein Beileid. Ich wollte meine Trauer auf dem Schlachtfeld loswerden, fand jedoch nie Trost dort. Nur in der Weisheit der Visionen. Und dennoch konnte ich Cavo nicht davon abhalten, dem Weg des Blutes zu folgen. Wenn Cavo Regalas Rebellion freiwillig beitrat, wird Hikaru ihn zurück in den Stamm lassen? Der Häuptling kennt den Wert der Gnade und den Preis endlosen Blutvergießens. Ich mache mir mehr Sorgen um den Rest des Stamms. Einen Verräter werden sie nicht so schnell akzeptieren. Selbst mit meiner Hilfe wird es nicht einfach. Du musst es versuchen. Ich helfe dir mit deinem Enkel, wenn ich kann. Wo fangen wir an? Laut unseren Spähern verließ Cavos Trupp kürzlich einen von Regalas Außenposten in den Hügeln im Süden. Der Trupp kehrte nicht zurück. Doch die Späher entdeckten auch noch eine der unseren, die dort gefangen gehalten wurde. Dann beginnen wir am Außenposten. Befreien die Gefangene und vielleicht weiß sie, wo Cavos Trupp ist. Brechen wir auf? Gehen wir. Gut. Hier lang. Ist nicht weit bis dahin. Ich habe nachgedacht. Ich werde um Beitritt zur Wache erbeten. Weißt du, die Rebellen geben sicher nicht kampflos auf. Dann sollen sie einen Kampf haben. Das Blutvergießen endet erst, wenn Regala besiegt ist. Was zählt, ist die gefangene Soldatin Nakala. Sie ist schon ziemlich lange in Gefangenschaft. Sie ist meine einzige Spur, um Cavo zu finden. Wir holen sie da raus. Und danach Cavo. Der Außenposten müsste vor uns sein. Geh du voran, ich folge. Loswerden. Vielleicht zieht sich der Rest dann zurück. Ich habe keinen Platz. Das kommt in meinen Vorrat.
Dem Regen kann ich nicht entkommen. In meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Da kommen sie. Wir kämpfen gemeinsam. Alarm! Hierher! Jetzt! Sieht sie jemand? Hey! Noch ein paar Munition für dich. Was glaubst du, was du hier machst? Ich sehe sie!
bin noch im Kampf. Komm! Stell dich meiner Klinge! Ich treffe immer! Na los! Hier getroffen! Zurück! Unauffällig, wie du glaubst. Stell dich! Halo, zu mir! Ich brauche Hilfe! Danke. Oh. Mit der Hilfe. Los, aufspüren. Ich halte dich auf. Ich brauche Hilfe. Du hättest fliehen sollen. Keine Waffenmunition mehr. Jetzt habe ich noch den Speer. Das waren alle. Laut unseren Spähern war Nakala an einen Holzpfahl gefesselt. Sehen wir uns mal um. Das verstaue ich für später. Das ist der Pfahl. Von Nakala nicht zu sehen. Vielleicht haben die Rebellen sie verlegt. Ich kann nach Spuren suchen. Da. Spuren, die vom Pfahl wegführen. Wo führen sie hin? Ein Seil. Lang genug zum Fesseln. Blut. Von den Rebellen oder Nakala? Sackgasse. Nein, ich glaube, da ist etwas unter dem Holz. Nimm meine Hand, Nakala. Vorsichtig. Wo bin ich? Kaplanin, bist du das? Und mit einer Fremden? Wow. Wie bist du da unten gelandet? Die Rebellen hatten mich gefesselt. Sie dachten, wenn ich in der Sonne schmore, verrate ich ihnen die Marschrouten der Tieflandtruppen. Ich konnte die Fesseln lösen und weglaufen. Das ließen sie mich büßen. Ich erinnere mich nur an einen Schlag auf den Kopf und Dreck im Mund. Wie kommt ihr denn hierher? Wir suchen nach Kavo.
Sein Trupp wurde zuletzt bei diesem Außenposten gesehen. Ja, er war hier. Es war sein Trupp, der uns auf der Straße angriff. Meine Kameraden konnten fliehen, ich nicht. Kevo selbst band mich an den Pfahl. Wenn du ihn suchst, Kaplanin, mach dich auf eine Enttäuschung gefasst. Er hat sich entschieden. Weißt du, wo sein Trupp hin ist? Ich hörte sie Schluchtrand erwähnen. Dann suchen wir dort weiter. Ich gehe voraus und treffe dich in Schluchtrand im Südwesten. Decker, wenn Kevo ihren Trupp angriff... Nein, er ist noch nicht verloren. Wir müssen ihn finden und ihm die Augen öffnen. Okay, wir sehen uns dort. Was ist mit dir? Die Wunde muss versorgt werden. Die verheilt. Ich muss mich nur etwas ausruhen und gehe dann zum Hain. Ich sag's dir, Bluthaar. Die Kaplanin will es nicht hören, aber ihr Enkel ist ein Verräter. Das werden wir wohl sehen. Kluges Kerlchen. Wohl den Beginn des Tieflandgebiets. Ich sollte erst Vorräte aufschauen. So außerhalb des Dschungels fühle ich mich ziemlich ungeschützt.
Vielleicht waren Klauen und scharfe Zähne nicht genug. Thank you.